Wir unterstützen den eigentlichen Fußball, ohne dass wir ihm die Faszination, die Emotion, die am Platz draußen lebt, nehmen wollen. In meinem Job kommt wirklich alles vor, was mir Spaß macht. Technik, Mathematik und Sport. Die Skills Lab Arena ist weltweit einzigartig. In Wundschuh bei Graz wird das Hightech-Fußballtrainingszentrum ständig weiterentwickelt. Von ehemaligen Spitzensportlern, Wissenschaftlern und Maschinenbauexperten des Anton Paar-Konzerns. Unser System kann alles, was ein Trainer oder ein Trainerteam damit machen möchte. Vom Assessment über regelmäßige Trainings, über Rehabilitationstrainings, über Scouting, über einfache Kindertrainings bis hin zum Profi. Fußball wird hier wissenschaftlich betrachtet. Hochgeschwindigkeitskameras zeichnen jede kleinste Bewegung auf, von Spieler und Ball. Perfektion im Spitzensport, von der Roland in seinen 18 Jahren als Profitormann beim SK Sturm nur träumen konnte. Wir schauen auf athletische Bereiche wie Bewegungsschnelligkeit. Wir schauen auf Schusskraft, wie schnell, wie scharf kann ein Spieler schießen, und haben aber hier natürlich mit unseren Projektionen im 360-Grad-Erlebnis tolle Möglichkeiten, auch in den kognitiven Bereich abzubilden, wenn es geht um visuelle Wahrnehmung. Als sportlicher Leiter ist Roland die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technik und Sport. Ich glaube, dass inzwischen meine Hauptaufgabe geworden ist, die Herausforderungen vom Platz, von der Praxis hier herein in dieses Test- und Analysesystem zu bringen und dann vor allem das Allerwichtigste noch gemeinsam mit den Trainern die geschaffte Leistungssteigerung wieder zurück auf den Platz zu transferieren. Darauf setzt auch der aktuell beste Fußballverein der Welt, Bayern München. Denn was die Anlage so wertvoll macht, sind die Software im Hintergrund und die komplexen Analysetools. Wir haben da drinnen Kameras verbaut, die versuchen, den Ball in den Bildern zu suchen und daraus dann zum Beispiel eine Schussgeschwindigkeit des Spielers zu ermitteln. Also das ist nicht eher so 0815 Programmierarbeit sozusagen, sondern man hat schon sehr viel Spaß, das halt umzusetzen. Hunderte Daten kann die Mathematikerin erheben. Die Spieler und deren Leistung werden so präzise erfasst und sind objektiv vergleichbar. Ich hätte mir ja niemals träumen lassen, dass ich als gelernte Mathematikerin jemals etwas mit Fußball zu tun habe. Aber es macht wirklich einen Riesenspaß.